Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu bereisten Ländern vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Indonesien. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich hier nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm, den ich euch hier oben auch nochmal verlinkt habe. Auch wichtig, es handelt sich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und will sagen, manche Details können sich geändert haben und ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen in diesem Video verlassen, sondern euch auch darüber hinaus informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten natürlich die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. So denn, beginnen wir mit meinen Tipps zur Anreise. Die Anreise erfolgt zum Beispiel über die großen Hubs Dubai oder Singapur. Weitere Alternativen sind möglich. Direktflüge aus Deutschland werden zum Zeitpunkt meiner Reise nicht angeboten. Je nach Umsteigezeit der Verbindung kosten die Flüge nach Frankfurt, von Frankfurt nach Jakarta so in etwa 500 bis 800 Euro. Denpasar auf Bali verfügt über einen eigenen internationalen Flughafen und kann alternativ angeflogen werden. Wenn man Bali sehen möchte, sollte man aus Zeitgründen am besten direkt dorthin fliegen. Mit dem Auto kann man wie ich über Java und dann den Seeweg dorthin fahren, dann ist aber massiv mehr Zeit in Indonesien erforderlich. Zur Einreise wird ein Reisepass benötigt, der noch mindestens ein halbes Jahr Gültigkeit hat. Bis vor noch nicht allzu langer Zeit war ein Visum zur Einreise erforderlich. Wenn man maximal 30 Tage im Land bleiben möchte und diese Zeit einem genügt, kann man am Immigration-Schalter ein Free Visa, also ein gewöhnlicher Stempel, in den Pass beantragen. Daneben gibt es auch länger gültige Visas, auch solche, die man gegebenenfalls noch einmal über die Grenze von 30 Tagen hinaus verlängern kann. Diese kosten 35 US-Dollar, die man vor Ort bei der Einreise bezahlt. Auch die klassischen Visas, die man in Deutschland bei der Botschaft vorab bestellen muss, gibt es zur Zeit meiner Reise auch noch. Land und Leute. Indonesien gliedert sich über viele Inseln, die mehrheitlich südlich vom Äquator liegen. Dieser verläuft durch die Insel Sumatra. Während die Randbereiche der Inseln mal hügelig, mal flaches Land aufweisen, ist die jeweilige Inselmitte oft mit hohen Bergen geziert. Die Indonesier kommen sehr freundlich daher und haben immer ein Lächeln auf den Lippen. Dennoch fällt man als, ich sag mal, Weißer ein bisschen auf, sodass man gern angesprochen wird, Sir. Oft verbunden mit der Frage, ob man nicht irgendwelche Fahrdienstleistungen, Taxi, in Anspruch nehmen oder auch Handmanufakturen kaufen möchte, Shopping. Der sogenannte Eisenblick, also starr nach vorne 30 Grad gen Boden geneigt und schnellen Schrittes, lässt viele Anfragen bereits von vornherein abblitzen. Mit Englisch kommt man in Jakarta noch besser durch als auf dem Land. Gegebenenfalls sollte man sich für ländlichere Gegenden eine Übersetzungstabelle mit vorgefertigten Phrasen vorbereiten. Sehr oft ist aber eine grundsätzliche Verständigung in Englisch mit geringem Wortschatz möglich. Nicht zu verachten ist, dass Indonesien leider ein eher ärmeres Land ist und die Leute leben teils am Existenzminimum. Demzufolge ist Betteln doch schon häufiger mal anzutreffen. Weiterhin muss man wissen, dass die meisten Indonesier sozusagen fast alle direkt an der Hauptstraße wohnen. Man fährt also sozusagen durch das größte Dorf der Welt. Demzufolge geht über die Straßen vom Fußgänger über Pferdekarren bis Busse alles drüber. An roten Ampeln wird den Autofahrern auch gern mal versucht, eine Tageszeitung oder Essen zu verkaufen. Manche versuchen sich mit dem Spielen eines Liedchens auf einem Musikinstrument, um ein paar Rupia zu bekommen. Wenn man mündlich Informationen einholen will, macht es doch immer Sinn, sich mal eine Zweit- oder Drittmeinung einzuholen. Man fragt drei Leute, bekommt aber manchmal fünf Antworten, wovon eine vielleicht stimmt. Wetter und Klima. Indonesien liegt mehrheitlich knapp südlich des Äquators. Die Äquatorlinie verläuft mitten durch die nördlichste Insel Sumatra. Demzufolge pendelt die Temperatur oft zwischen 24 und 30 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit ist recht hoch. Zur Jahresmitte herrscht Trockenzeit. Nichtsdestotrotz kann es auch mal wie in den Tropen üblich sehr ergiebig regnen. Ein typischer Tagesverlauf ist morgens sonnig, mittags zieht es sich leicht zu, nachmittags abends Regen, spätabends sternenklarer Himmel. Nächsten Tag das gleiche Spiel, all year round. Das Stromnetz hat 240 Volt. Es ist kein Adapter nötig, die Steckdosen sind vom gleichen Typ wie in Deutschland.
Das Netz ist weitreichend stabil, Stromausfälle gibt es sehr selten und wenn, sind sie nur von wirklich kurzer Dauer. Das liebe Geld. Gezahlt wird in indonesischen Rupiah, abgekürzt IDR. 1 Euro sind plus minus 14.460 Rupiah. Wenn man am Flughafen sich also sogleich mit Bargeld versorgt, setzen wir mal 200 Euro voraus, ist man Millionär. 2,899 Millionen Rupiah hat man dann in der Tasche. Die Barzahlung überwiegt. An manchen Stellen ist auch Kreditkartenzahlung möglich. Bankautomaten, diese heißen hier ATM, finden sich in Ortschaften recht häufig. Je nach Automat werden unter anderem Visa oder Mastercard akzeptiert. Die Automaten lassen sich auf Englisch umstellen. Aber Vorsicht, nicht alle Automaten funktionieren bzw. haben kein Geld mehr oder wollen keine größeren Beträge ausspucken oder kommen mit der Karte nicht klar, insbesondere in ländlicheren Gegenden. Also stets genügend Bargeld vorrätig halten. Wenn auf dem Automat zudem ein Sticker aufgeklebt ist, zum Beispiel 50.000 RP, spuckt dieser auch nur diesen maximalen Betrag aus. Das entspricht umgerechnet 3,45 Euro. Gewöhnungsbedürftig im Alltag ist das Handling der großen Geldbeträge. Bei fast allen Transaktionen erhält man einen Beleg. Sehr praktisch für den Fall, dass man am Abend seine täglichen Reisekosten nachhalten will. Man rundet gerne großzügig auf, im Übrigen. Für viele Dienstleistungen drückt man auch gern mal etwas Trinkgeld einiger Rupiah ab, oft im Bereich von 500 bis 3000. Das Thema Internet. Ja, das Smartphone ist beim Indonesier oft präsent. Außer am Flughafen in Jakarta ist es allerdings nicht so leicht, einen Laden zu finden, um eine SIM-Karte zu kaufen. Am besten macht man das auch gleich direkt am Flughafen nach Ankunft. Dort gibt es in der Arrivals Hall am International Airport zwei Anbieter. 2 GB mit Sonderdatenpaketen, unter anderem LTE, kosten 270.000 Rupiah. Das sind ungefähr 18 Euro. Die Netzabdeckung ist selbst in entlegenen Gegenden von guter Qualität, oft LTE. Allerdings sind manche Zellen von ihrem Datenablink trotz der Funkschnittstellen LTE oder 3G nicht sonderlich schnell. In Jakarta gibt es zudem eine große Anzahl von WLANs, für die man aber in irgendeiner Form meist registriert sein muss. Im Hotel ist WLAN oft gratis und passabel bis recht schnell. Übernachten und Hotels. Entlang der Hauptstraße 1 auf der Insel Java stellt es kein allzu großes Problem dar, ein Hotel zu finden. Gelegentlich liegen solche der unteren Preisklasse direkt am Straßenrand. Hotels mit etwas besserem Standard befinden sich meist abseits der Hauptstraßen. Das heißt, wenn man Service liebt, sollte man den Anfahrtsweg besser kennen. Beim Check-in wird stets der Reisepass verlangt, von dem eine Kopie gefertigt wird. Das ist darin begründet, weil es zumindest offiziell eine Meldepflicht für Touristen gibt. Diese Meldung nimmt aber das Hotel vor oder hält diese Infos selbst vor. Hotelpreise liegen im Bereich ab 15 Euro aufwärts die Nacht. In der unteren Preisklasse gibt es oft keine Bettdecke und nur einen Ventilator anstelle einer Klimaanlage. Bei besseren Hotels ist das Frühstück inklusive. Unabhängig von der Preisklasse werden aber meist 2 kleinere Flaschen Wasser kostenlos bereitgestellt. Die etwas besseren bleiben, bieten zudem Wasserkocher und Kaffeepulver bzw. Teebeutel an. Beim Check-in kann man in den besseren Hotels mit Kreditkarte zahlen, die Budgetbuden sehen dagegen lieber Bargeld. Hotels verfügen meist nicht über besonders viele Zimmer. Also sollte man spätestens versuchen, so gegen 17.30 Uhr ein Hotel anzusteuern, um mit Sicherheit noch ein Zimmer zu bekommen. Andere Alternative: per Smartphone am Morgen vorbuchen, zum Beispiel über die Apps von Agoda oder Asia Rooms, und dann gleich per Kreditkarte oder PayPal bezahlen. Dann braucht man vor Ort weniger Bargeld und die Kreditkarte wird ohne Auslandsentgelt belastet. Eine Buchung vor Ort kann aber auch durch lokale Rabatte 10% günstiger ausfallen als über die großen Hotelvergleichsportale im Internet. Einkaufen und Verpflegung. Wie in Asien typisch, finden sich in Jakarta an vielen Straßenecken 7-Eleven-Stores, in denen man Convenience-Dinge erhält, zum Beispiel Getränke oder kleinere Snacks. Die Dichte dieser Läden habe ich aber zum Beispiel in Bangkok oder Kuala Lumpur noch marginal höher in Erinnerung. Im Central Business District in Jakarta, ich kürze das mal gerne mit CBD ab, sind auch die großen Fastfood-Ketten vertreten. Viele Einheimische bevorzugen indes die Straßenküchen. Besonders in den Abendstunden, wenn es nur marginal kühler wird, dann wird an vielen Stellen gegrillt, gekocht und so weiter und man setzt sich gern teils einfach unter freiem Himmel, um zu speisen. Auf dem Land gibt es hingegen keine 7-Elevens mehr. Stattdessen trifft man hier auf die Ketten Indomaret, Alphamart, Circle K oder Minimart, die eine ähnliche Auswahl bieten.
Wer über Land reist und zudem westliche Standards bevorzugt, kann bei den Tankstellen Station machen. Sie bieten oft ATMs, einen der genannten Märkte und auch eine Toilette. In Hochburgen des Tourismus, also Jakarta CBD, in Kuta oder Denpasar Bali oder Kota auf Lombok, gibt es auch internationale Fastfood-Ketten, mindestens aber viele Restaurants. Man verhungert also auf keinen Fall. Das Thema Mietwagen. Ja, ich glaube, es gibt einen Grund, warum viele europäische Reiseportale keine Mietwagen für Indonesien anbieten. Die meisten westlichen Touristen sind eher auf Fahrrädern oder Mopeds unterwegs oder mieten sich PKWs mit Fahrer. Wenn man aber doch selbst einen PKW anmietet, ist schon das Abholen des Wagens Abenteuer genug. Es gibt keinen der üblichen Schalter im Terminal von Jakarta, obwohl die Mietwagenfirmen auf der Flughafen-Webseite benannt werden. Am besten, man hat entweder bereits eine Mobilfunknummer von einem Mitarbeiter der verleihenden Mietwagenfirma vor Ort oder man fragt sich durch. Die Bediensteten eines Taxistandes in der Arrivals Hall konnten mit dem Voucher für den Mietwagen, vorgehalten auf dem Smartphone, noch am meisten anfangen und haben dann den Kontakt zum Adjutanten der Mietwagenfirma für mich hergestellt. In der Hoffnung, dass der Flug pünktlich ist, wird man gegebenenfalls auch direkt in der Arrivals Hall abgeholt, also dann trifft man eben auf einem Typ mit Namensschild eben des Mietwagenkunden. Bei Avis können Mietwagen auch in Jakarta angemietet und auf Bali zurückgegeben werden. Für 480 Euro Zusatzkosten One Way. Weiterhin ist ein Automatikfahrzeug hier besonders zu empfehlen. Nicht nur, weil man dann einfach mehr Zeit für die Verkehrsbeobachtung hat, denn schon bei dem vorherrschenden Stop and Go ist es einfach stressfreier als mit der Schalterei. Irgendwann muss man auch mal tanken. Ja, an Tankstellen wird man stets bedient. Man kann also im Auto sitzen bleiben und bezahlt auch gleich vor Ort. Normalbenzin heißt hier Premium. Kreditkarten werden an Tankstellen so gut wie nirgends akzeptiert. Ein voller Tank kostet ca. 200.000 Rupiah. Tankstellen heißen hier meist Pertamina. Das Tankstellennetz auf Java und Bali ist gut. Auf Lombok gibt es Tankstellen in verwertbarer Dichte, eigentlich nur um den Hauptort Mataram. In anderen Inselteilen wird Benzin auch gern in Kleinstmengen, also stilecht in Glasflaschen abgefüllt, an basarähnlichen Ständen für Mopeds verkauft. Autofahren und Verkehr. Mein Lieblingsthema für Indonesien. Es herrscht Linksverkehr. Auf mehrspurigen Straßen wird da überholt, wo Platz ist. Es gilt das Gesetz des Schnelleren und Stärkeren. Motorradfahrer genießen de facto Vorfahrt. Sie schlängeln sich gern an den PKWs teils extrem dicht dran vorbei und bilden vor roten Ampeln eine größere Traube. Diese lässt man am besten erstmal wegfahren und fährt dann selbst erst langsam an. Dabei schaut man stetig in alle Spiegel und beobachtet den Abstand zum Vordermann, damit man nirgends aneckt. Wichtig ist auch, nicht selbst zu stark in der Spur zu pendeln, damit man für andere Verkehrsteilnehmer berechenbar bleibt. Autofahrer fahren meist ebenfalls gerne dicht auf, begleitet vom häufigen Einsatz der Hupe und Fernlicht. Gehupt wird zum Beispiel kurz, wenn man ein Fahrzeug überholt, ich überhole dich. Hupen kann aber auch heißen, mach hin, fahr endlich los. Fernlicht wird zum Beispiel gern vom Gegenverkehr gegeben, und zwar besonders dann, wenn dieser auf der eigenen Fahrspur zum Überholen ansetzt oder man noch dabei ist. Mach Platz, jetzt komm ich. Befindet man sich vor einem Hindernis, man steht still, will die Spur wechseln und neben einem befinden sich Fahrzeuge, wird die Abdrängeltaktik angewandt. Die hiesigen Fahrer lassen keinen rein. Nur wenn sie eben nicht mehr können, tun sie es, meist unter Begleitung einer entsprechenden Hubbenachrichtigung. Das heißt, man steht auf der Bremse und rollt Stop-and-Go-mäßig zentimeterweise vor und erkämpft sich somit Platz. Autofahren ist hier also eine Mixtur, bei der man folgende Dinge jederzeit im Blick haben muss. Gegenverkehr auf der eigenen Spur, Motorradfahrer um einen drumherum, überholende LKWs, Busse, PKWs links oder rechts neben einem sowie einige Schlaglöcher auf der Straße. Auch wenn das System zunächst für Europäer extrem chaotisch erscheint, so habe ich bei der Querung Javas, Balis und auch Lomboks außer einigen umgekippten LKW bei Regen keinen einzigen Unfall gesehen. Meine gewagte These, die Indonesier beherrschen ihre Fahrzeuge besser als Europäer. Die zu erzielende Durchschnittsgeschwindigkeit über Land liegt bei geschätzt 40 km/h oder weniger. Das liegt daran, dass die Indonesier fast ohne Lücken sozusagen direkt an der Straße wohnen. Über die Straßen geht also alles drüber. Motorräder, Passanten, Fahrräder, LKWs, Busse, Handwagen, Katzen auf Java, Hunde auf Bali, Hühner auf Lombok und Bali. Und ja, an verkehrstechnischen Ballungsstrecken fährt man also Schritt. An Orten, wo nichts los ist, sind aber auch schon mal maximal 60 km/h für kurze Abschnitte mal drin.
Ist man ein Stück diese Geschwindigkeit gefahren, besteht durchaus eine leichte Gefahr des Geschwindigkeitsrauschs. Es kann aber unmittelbar auch nur wieder im Schritttempo vorangehen. Nicht zu vergessen sind Staus, die zu jeder Zeit auftreten können. Die maximal mögliche Distanz an Fahrzeit von morgens 6 Uhr bis, ja, sagen wir mal 17.30 Uhr am Nachmittag ohne größere Stopps kann man daher auf Java nur auf maximal 350 Kilometer schätzen. Das hohe Verkehrsaufkommen besteht im Übrigen auch morgens um 6 Uhr. Fahrstrecken auf Bali und Lombok sind indessen nicht so groß und eine Inselquerung ist durchaus an einem Tag möglich. Ampelanlagen sind existent, als Autofahrer hält man sich weitgehend daran, sofern sie funktionieren. Bis zu 2 Sekunden nach Rot wird aber auch gerne nochmal drüber gefahren. Links abgebogen wird trotz Rot zu jeder Zeit oder auch rechts, sofern ein grüner Pfeil angezeigt wird. An vielen Stellen gibt es auch Menschen, Passanten, die per Trillerpfeife den Verkehr versuchen zu regeln oder sogar anzuhalten, um zum Beispiel Fahrzeuge, die aus Seitenstraßen kommen wollen, eine Chance zu geben. Diese Serviceleistung wird gern beim Lotsen, wenn man ihn so nennen mag, mit ein paar Rupia vom Abbiegenden vergütet. Für Fußgänger funktionieren Ampeln meist nur unzureichend und man muss erstmal das richtige Timing verinnerlichen, wann man denn nun halbwegs sicher die Straße queren kann. Grüne Fußgängerampeln heißen auch nicht zwangsläufig, dass der Passantenweg nun auch wirklich frei von Fahrzeugen ist, also immer vergewissern. Wer schon öfter in Asien war, hat aber irgendwann das Timing der Fahrzeuge und Fahrer doch recht zügig raus. Ein guter Tipp ist auch immer noch, sich anderen straßenquerenden Passanten anzuschließen. Ablendlicht am Abend bzw. in der Nacht wird durchaus verwendet. Bei deftigen Regengüssen wird aber meist ohne Licht gefahren. Generell gibt es auch nachts unbeleuchtete Fahrzeuge auf den Straßen, weshalb man Nachtfahrten der Sicherheit halber nicht unbedingt bevorzugen sollte. Man beachte, in Äquatornähe wird es gegen 18 Uhr dunkel. Fährpassagen zwischen den Inseln. Ja, zwischen den Inseln Indonesiens verkehren öffentliche Fähren, die unter anderem auch PKWs mitnehmen. Man bezahlt direkt am Fährterminal. Kreditkarten werden nicht akzeptiert, also nur Barzahlung möglich. Zwischen Bali und Java sowie zwischen Bali und Lombok verkehren sie mindestens im Stundentakt, fahren aber meist erst ab, wenn sie voll sind. Beim Beladen der Fahrzeuge wird Maßarbeit geleistet. Der Laderaum wird besonders eng bepackt. Zwar handelt es sich um Roll-on-Roll-off-Fähren, es kann aber durchaus sein, dass man rückwärts drauf fahren muss. Zwischen den Inseln verkehren je Fahrtstrecke gleich mehrere Fähren unterschiedlichen Typs und Aufschrift. Sie fahren nicht unbedingt direkte Strecke, sondern legen in Hafennähe zum Teil auch kurze Zwangspausen ein, so lange, bis der Entlade- oder Beladevorgang am Anleger einer anderen Fähre gegebenenfalls abgeschlossen ist. So dauert die offizielle Fährpassage zwischen Java und Bali anstelle von 30 Minuten gern mal eine Stunde oder mehr und die zwischen Bali und Lombok von 4,5 Stunden auch gern mal 5,5 Stunden. Die Strecke Java-Bali kostet mit einer Person plus PKW 170.000 Rupia und Bali-Lombok 790.000 Rupia. Sitzgelegenheiten sind auf den Fähren je nach Schiff teilweise nicht im ausreichenden Maße vorhanden und es kann sein, dass man auch nur auf einen größeren Ruheraum trifft. In einer kleineren Kantine kann man Getränke und Knabberzeugs kaufen. Alle von mir bereisten Fähren haben zudem eine Moschee an Bord. Das Auswärtige Amt weist noch darauf hin, dass die Fähren keinen besonders hohen Sicherheitsstandard aufweisen. Viele der Seegefährte haben Dellen am Rumpf. Um auf die Gili-Inseln zu kommen, werden eigene Schnellbootverbindungen angeboten, unter anderem von Lombok und auch von Bali aus. Von Bali starten diese zum Beispiel in Padang Bai. Den besten Safety-Record hat die Fährgesellschaft EK Yaya Tours. Die heizen mit bis zu 47 Stundenkilometern mit Hilfe von 6 Außenbordern a 250 PS, also 1500 PS, maximal 1,5 Stunden übers Wasser. Zum Buchen eines Tickets geht man auf die Webseite giliticket.com. Vor Ort muss man zunächst im Office und Achtung, das befindet sich nicht direkt am Fähranleger, aber in der Nähe, für die Tour einchecken und kann dann erst aufs Boot gehen. Sicherheit in Indonesien. Ja, mancherorts liest man von Taschendiebstählen. Generell gilt, dass man sein Hab und Gut nicht zwangsweise zur Schau stellen sollte, um niemand in Versuchung zu führen. Das Einkommen der Indonesier rangiert leider auf einem eher geringen Niveau. Nichtsdestotrotz lieben die Indonesier ihr Smartphone nebst Powerbank, meist noch mit einem Selfie-Stick und extra Kameralinse hinten drauf für gute Fotos. Und oft haben die Indonesier auch besonders große Ausführungen von Smartphones. Im dichten Menschengedränge kann es von Vorteil sein, den Rucksack vom Rücken auf den Bauch zu verlagern, damit man ihn besser im Blick hat.
Anfang 2016 ereignete sich in Jakarta ein Bombenanschlag auf die kleine Polizeistation an der Kreuzung vor der Sarina Mall von einheimischen Extremisten. Zum Zeitpunkt meines Besuchs ist im CBD die Polizeipräsenz daher erhöht worden. In den Malls um die Kreuzung wird an den Eingängen stellenweise eine Taschenkontrolle vorgenommen, aber nur sehr oberflächlich. Der Bombenanschlag auf die beliebte Straße am bekanntesten Strand Kuta war Mitte der 2000er. Auch hier bemerkt man erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Fahrzeuge werden zum Beispiel beim Einfahren in die Tiefgaragen der Hotels mit einem Unterbodenspiegel geprüft. Speziell Jakarta. Ja, obgleich Jakarta gern als Big Durian, die große Durianfrucht, bezeichnet wird, die riecht nämlich etwas, ist Jakarta nicht wirklich schlimmer als andere asiatische Großstädte. Der Innenstadtbereich kommt im CBD recht wohlhabend daher, während die Randbereiche teils weit weniger entwickelt sind. Vom Flughafen in die City ist eine Taxifahrt zu empfehlen, da das hiesige Nahverkehrsnetz noch nicht so hoch entwickelt ist. Zu den Highlights gehören ein Blick auf den Plaza Indonesia, das Nationalmonument mit seiner großen Parkanlage, das Nationalmuseum, die Istiqlal-Moschee, die Jakarta-Kathedrale, das Altstadtzentrum Kota und eine altniederländische Brücke in Hafennähe. Im Internet kursieren noch nette Bilder vom Hafenviertel selbst. Einen öffentlichen Zugang habe ich zumindest nicht gefunden. Das Nationalmonument hat an gewissen Montagen geschlossen. Weitere Besuchspunkte könnten das Miniaturwunderland Klein-Indonesien oder auch der Zoo darstellen. Im CBD um die Sarina Mall gibt es einige größere Hotels neben amerikanischen Fastfood-Restaurants, weshalb dieser Stadtteil auch gern von Ausländern bevorzugt wird. Von hier aus sind das Nationalmonument, das Nationalmuseum, die Moschee und Kirche auf jeden Fall fußläufig zu erreichen. Für die ca. 6 Kilometer hoch zum Altstadtzentrum und der niederländischen Brücke empfiehlt es sich, mit der Busverbindung Transjakarta Linie 1 zu fahren, von Block M im Süden bis nach Stasiun Kota aussteigen. Ja, und am besten kauft man dann vorneweg eine RFID-Karte. Vorgebucht sind meist so 50.000 Rupiah für einige Fahrten. Diese Busse sind klimatisiert, haben eine eigene Spur und sind vergleichsweise schnell. Neben dem Transjakarta-System gibt es noch zahlreiche weitere Busse in der City, teils auch mit abenteuerlichen technischen Zuständen. Die großen Schnellstraßen rund um Jakarta sind autobahnähnlich ausgebaut, alle paar Kilometer muss man aber Maut bezahlen und die Beiträge variieren von 2.000 bis 50.000 Rupiah. Es gibt Schalter, an denen gleich bar bezahlt wird und solche, an denen man eine RFID-Karte zieht und dann entfernungsabhängig abgerechnet werden kann. Speziell Bali. Ja, nach Bali kommt man entweder über den internationalen Flughafen Denpasar oder per Fähre, von Java aus von Ketampang nach Gilimanuk. Ein Pkw kostet plus Fahrer mit Stand 2016 ca. 170.000 Rupiah, das sind ungefähr 11 Euro. Die Meerenge ist nicht wirklich breit und wäre bei direkter Fahrt und angemessener Geschwindigkeit moderner Schiffe in ungefähr so 20 Minuten zu meistern. Doch die Fähren drehen gern mal eine Extrarunde auf dem Wasser, weil sie erst warten müssen, bis andere Fähren von offenbar anderen Eigentümern den Kai angesteuert und be- bzw. entladen haben. Die Überfahrt dauert also effektiv ca. 30 bis 60 Minuten. Im Gegensatz zu Java sind die äußeren Ringstraßen auf Bali von besserer Qualität als auf Java. Ja, und Bali scheint auch nicht so dicht besiedelt wie eben Java. Das heißt, im Verhältnis dazu kommt man marginal schneller voran. Biegt man in die Inselmitte ab, werden die Straßen sehr eng und extrem kurvenreich. Zwar ist alles geteert, aber in den Dörfern an den Berghängen hat die Wegstrecke eine marginal schlechtere Qualität. Tankstellen gibt es wie auf Java in ausreichender Anzahl an bzw. in den größeren Straßen und Orten. In Sachen Sehenswürdigkeiten gibt es an einigen Orten viel zu sehen. Wasserfälle, Strände, Tempel und Reisfelder. Speziell die Wasserfälle sind in Sachen Infrastruktur allerdings nicht besonders gut erschlossen. Sie liegen teils abseits oder etwas tiefer im Dschungel und es sind gegebenenfalls längere Fußwanderungen nötig. Speziell die Insel Lombok. Ja, die Insel Lombok liegt östlich von Bali und ja, ist wie letztere auch von passabler Größe. Das heißt, man kann sie mit dem Pkw an einem Tag locker, binnen vielleicht 3 Stunden, von Nord nach Süd durchfahren. Vom Flughafen führt eine vierspurig ausgebaute Schnellstraße zur größten Ortschaft Mataram. In dieser gibt es zum Beispiel auch eine große Mall mit westlichen Fastfood-Ketten. Tankstellen gibt es auf Lombok eigentlich nur so richtig in der Nähe von Mataram. In anderen Inselteilen wird das Tankstellennetz dann sehr dünn. Meist erhält man Benzin nur in Form von Flaschen in kleinen Mengen, zum Beispiel fürs Moped. Touristenorte sind Kuta im Süden und Senggigi im Nordwesten.
Während Kuta einem Backpacker-Paradies gleicht, weist die Gegend um Senggigi unter anderem auch eine internationale Hotelkette auf. Dazwischen findet das übliche indonesische Leben statt. Der Verkehr ist wie in Indonesien dicht, aber im Vergleich zu Java erträglich. In etwa aber auch gleich wie auf Bali. Nach Lombok kommt man entweder per Flughafen oder per Fähre. Die Fähre von Bali, der Hafen heißt dann hier Padang Bai, nach Lemba, das liegt dann auf Lombok, fährt 5 Stunden und kostet mit einem Fahrer inklusive Pkw ca. 790.000 Rupiah, also das sind in etwa 54 Euro. Speziell im nördlichen Inselteil ist die Ringstraße sehr eng. Um großen LKWs Platz zu machen, muss man als Pkw-Fahrer teils auf Schotterpisten neben der Straße ausweichen. Hotels gibt es speziell in den Turi-Gegenden, in Mataram, in ausreichender Anzahl. Wie in Indonesien üblich, verfügen sie nur über eine passable Anzahl von Zimmern, so 15 bis 20. Speziell die Gili-Inseln. Vor Lombok liegen die drei Gili-Inseln, Gili Air, Gili Meno und Gili Trangavan. Letztere ist die größte. Sie bieten Traumstrände und galten lange Zeit als Geheimtipp. Mittlerweile trifft man hier auf besonders viele Touristen. Auf den Inseln gibt es diverse Hotels zum Übernachten. Weiterhin werden vor Ort viele Aktivitäten angeboten. Schnorcheln, Schildkrötenwatching, Tauchen. Die Gilis sind frei von motorisierten Fahrzeugen, das heißt es gibt nur Fahrräder oder Pferdekutschen. Restaurants gibt es in hoher Anzahl, genauso wie ärztliche Versorgung und auch kleinere Shops für Waren des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Trinkwasser. Während man für die größte Insel etwa 2,5 Stunden zur Umrundung braucht, fällt die Zeit für die anderen beiden Inseln deutlich kleiner aus. Trangavan und Meno liegen auch nur ca. 600 Meter auseinander. Alle Inseln werden durch Schnellbootverbindungen bedient, die auch größere Gepäckstücke transportieren, sofern man hier längere Zeit verbringen will. Ein Ticket von Bali aus kostet ungefähr 60 US-Dollar, also 55 Euro. Dieses bucht man am besten vorab über die Webseite giliticket.com. Das waren in Kürze meine Tipps zu Indonesien. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge anders empfunden habt. Ja, und dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir aber noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und auch natürlich nicht diese kleine Glocke vergesst anzuklicken, um auch künftig keine neuen Videos mehr zu verpassen, um auch dann die entsprechende Benachrichtigung zu bekommen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.